Wenn Notenbanken die Märkte mit Liquidität geradezu ersäufen, ist es dann Zufall oder sogar logisch und wahrscheinlich, dass es dann zu Gier und Exzessen kommt? Und genau das sehen wir jetzt. Gestern zum Beispiel der Fall von AMC. Eine absolute Schweinerei nach meiner Auffassung. Da müsste die Börsenaufsicht sofort einschreiten, tut sie aber nicht. Genauso wenig wie bei Elon Musk. Da hat jetzt die SEC sich einmal geregt und hat dazu etwas gesagt. Dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns zunächst mal die Schweinereien an, die derzeit fast schon symptomatisch sind. Am Beispiel AMC Entertainment, diese Kinokette, die fast schon pleite war aufgrund der Corona-Krise, die jetzt von der Reddit-Meute entdeckt wurde und nach oben gezockt wurde, weil manche Hedgefonds short stehen und dann die Market Maker gezwungen sind, diese Positionen mit einzugehen. Jedenfalls sehen wir, gestern hat er oder ist ja bekannt geworden, dass Mudrick Capital hier 230 Millionen, eine Kapitalerhöhung gezeichnet hatte von 230 Millionen Dollar und zwar zu einem Schlusskurs, der zu einem Kurs, der höher war als der Schlusskurs der Aktie von AMC Entertainment am Freitagabend. Das hat dann nach dem Feiertag am Montag in den USA gestern dafür gesorgt, dass der Kurs noch weiter nach oben gegangen ist, weil sich die Reddit-Meute gesagt hat, cool, wenn ein solcher institutioneller Player bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen als den Schlusskurs am Freitag, dann muss da etwas dran sein. Bums, die Kurse stiegen. Dann allerdings die Mitteilung, Mudrick hatte alle seine Aktien, AMC-Aktien verkauft. Und die seien ja total überbewertet, diese Aktien. Also das ist eine ganz, ganz üble Nummer. Da wird eine Aktie praktisch nach oben gejazzt. Dann wird der Gewinn mitgenommen durch Mudrick. Und dann wird gesagt, ja, die Aktie ist zu teuer. Und natürlich ist sie viel zu teuer. Wahrscheinlich ist sie vielleicht sogar wertlos, keine Ahnung. Jedenfalls ist sie nicht das wert, was derzeit an Marktkapitalisierung der Fall ist. Wo ist die SEC, wo ist die Börsenaufsicht, die sagt, Leute, so läuft das nicht. Das ist ja schlimmer als in jedem Las Vegas Casino, was hier passiert. Das hat mit Börse eigentlich nichts mehr zu tun, mit normaler Preisfindung. Das ist Frontrunning vom Feinsten und das ist ja auch eine Spezialität von Elon Musk, wie ich gleich nochmal zeigen werde. Jetzt haben wir zum Beispiel gestern gesehen, die obere Grafik, AMC, wieder mal die meistgehandelte Aktie an der Wall Street vor Tesla und Amazon und Apple. Und wir sehen unten in dieser Grafik die Optionen, die am Freitag verfallen. Call-Optionen, teilweise mit 75er Strike. Also da haben manche gewettet, dass die Aktie sich nochmal mehr als verdoppelt. Und das jedenfalls zwingt die Market Maker teilweise eben zu Käufen der AMC-Aktie, weil wenn diese Leute recht bekommen mit ihrer Spekulation, dann hat der Market Maker ein Problem. Dagegen muss er sich absichern, weil er praktisch ja den Gewinn des Kunden zahlen muss, wenn er denn eintritt. Also kauft er die Aktie selber physisch, um sich eben abzusichern. Gestern dann jedenfalls die Meldung, dass Mudrick verkaufte, hatte die Aktie unter Druck gebracht. Das sind Spielchen, die so typisch sind. Eine Meute von Leuten, die nicht investieren, sondern spekulieren. Spekulieren ist okay, aber wenn es hier mit gezinkten Karten zugeht, wie jetzt bei AMC, dann ist es vielleicht schon etwas weniger lustig. Und der zweite Kandidat ist natürlich Elon Musk. Wir kennen seine Tweets, die sind so ein bisschen das Methadon für die Heroinsüchtigen, einst durch die Trump-Tweets, jetzt hat man die Musk-Tweets, super, nicht ganz so geil, aber halt Methadon statt Heroin immerhin. Jedenfalls wurde jetzt seitens der SEC, also der Börsenaufsicht, gesagt, ja, Tesla, du hast ja auch 2019 und 2020 dich nicht an die Absprachen gehalten, dass ein Jurist von Tesla die Tweets von Elon Musk kontrollieren muss, bevor er sie raushaut. Das ist offenkundig ja nicht der Fall, wie wir wissen. Das war nicht 2019, nicht 2020 und schon gar nicht 2021 der Fall. Und Musk musste ja eine Strafe von 15 Millionen oder 20 Millionen Dollar zahlen, glaube ich, Tesla auch, für irreführende Tweets in Sachen, ich werde Tesla von der Börse nehmen, etc. etc. Jedenfalls auch symptomatisch, dass jetzt alleine die Erwähnung von Elon Musk in einer Headline dafür gesorgt hat, dass Dogecoin um über 10% gestiegen ist. Also die Algos sind offenkundig jetzt so programmiert, sobald Elon Musk irgendwo erwähnt wird, bums, kaufst du Dogecoin, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es dann irgendwie um Dogecoin geht. Also auch das ist wieder mal symptomatisch für diesen Verrückten.
verrückten Märkte. Und verrückt vielleicht auch das, was Recep Erdogan gesagt hat über die Inflation in der Türkei, die ist ja busy was heftig, wie die Türken aus leidvoller Erfahrung wissen. Jetzt hat Erdogan mit dem neuen Zentralbankchef, dem Notenbankchef, offenkundig gesprochen und ihn aufgefordert, die Zinsen zu senken. Dieser Notenbankchef, ja ein Günstling von Erdogan, erst seit März im Amt, vorher hatte Erdogan hatte den vorherigen Notenbankchef, der die Zinsen erhöht hatte, abgesetzt. Jetzt also die Aufforderung an den neuen Notenbankchef, senke die Zinsen, denn dann wirst du die Inflation senken. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Recep Erdogan auf dieser Welt hat, dass er nämlich der Auffassung ist, dass hohe Zinsen zu Inflation führen. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht umsonst haben ja Fed und EZB über Nullzinsen versucht, die Inflation nach oben zu bekommen. Also hier ein bisschen Nachfrage in irgendeiner Form nach Kapital zu erzeugen. Wenn jetzt die Inflation kommt, dann wäre das beste Rezept ja offenkundig für EZB und Fed, die Zinsen anzuheben. Denn das ist ja laut Erdogan inflationstreibend. Also das ist schon sehr, sehr witzig, was hier Erdogan versucht zu vermitteln. Jedenfalls die türkische Lira auf neues Allzeittief gefallen. Über 8,70 Dollar zur Lira. Auch das ist eine Seltsamkeit unserer Zeit. Ich hatte gestern den SKEW erwähnt, diesen Index, der die Kosten bemisst, die man hat, wenn man sein Portfolio gegen große Schwünge, gegen einen großen Kursverfall absichern will. Jetzt haben manche geschrieben, ja, das ist ja wieder der Perma-Bär-Fugmann. Das ist in etwa so, als wenn sozusagen der Überbringer einer schlechten Nachricht irgendwie dann geköpft wird oder irgendwie so. Das hat man in den Artikeln gerne gemacht. Wer dann eine schlechte Nachricht überbracht hat, zum Beispiel über eine verlorene Schlacht, dann wurde der Bote, der das überbracht hat, meistens hingerichtet, gell? Das ist so ein bisschen scheinbar auch das Motto, das in den Gehirnen mancher Leute immer noch funktioniert. Das ist eine neutrale Berichterstattung über die Absicherung offenkundig, die derzeit an den Märkten passiert, der SKEW über 150. Das bedeutet, dass manche, dass die Kosten für diese Absicherung nach oben gehen. Die Kosten gehen nach oben, weil die Nachfrage nach dieser Absicherung da ist. Warum ist das alles möglicherweise wichtig? Hier sehen wir mal den SKEW. Den kann man finden übrigens auch auf investing.com. Ja, eine Datenkrake, die praktisch alles hat. Hier sehen wir jetzt wieder knapp unter 150. Aber jedes Mal, wenn es über 150 ging, dann sehen wir, dass mit einiger Verzögerung der S&P 500 einen ziemlich starken Down-Move hatte. In 12 von 15 Fällen war das in den letzten Jahrzehnten der Fall. Also das ist ja nicht eine bärische Aussage, sondern das ist etwas, was, glaube ich, eine Berichterstattung, naja, auch ausmacht, zu sagen, es gibt größere Player, die sichern sich ab. Das heißt nicht, dass es heute nach unten geht, dramatisch, aber es heißt, dass offenkundig dieses Absicherungsbedürfnis da ist. Warum ist das da? Hier ein Artikel im Wall Street Journal. Eigentlich wollte die Fed und andere Notenbanken ja Inflation erzeugen angesichts des deflationären Umfeldes. Das ist denn nicht gelungen. Jetzt aber kommt die Inflation sozusagen auch ohne die vorherige Notenbankpolitik. Die ist ja radikalisiert worden durch die Corona-Krise. Und die vorherige Politik hat die Märkte relativ stabil halten lassen. Jetzt allerdings könnte die ganze Geschichte völlig aus dem Ruder laufen, wie das Wall Street Journal hier in einer Meinungsseite sagt. Jetzt hat sich die Fed gestern geäußert in Gestalt von Lael Brainard. Das ist die wahrscheinliche Fed-Chefin, die dann kommen wird, nämlich als Nachfolgerin von Jerome Powell, denn sie hat zwei hervorragende Eigenschaften. Sie ist Mitglied der Demokraten und sie ist zweitens eine Frau. Das macht sich gut. Und der Vertrag von Jerome Powell läuft ja aus Anfang 2022. Sie ist die wahrscheinliche Nachfolgerin und hat jetzt gesagt, also wir sind als Fed noch weit von unseren Zielen entfernt, aber wir sehen schon Fortschritte. Wir werden wahrscheinlich weitere Fortschritte in den nächsten Monaten machen. Inflation zeigt temporary misalignment of supply and demand, also die Inflation und diese ganze Geschichte mit raren Arbeitskräften, das sei temporäres misalignment, also eine Missplatzierung oder wie soll man das sagen, eine
Fehlallokation von praktisch Angebot und Nachfrage. Naja, das ist die Hoffnung also, die man hat. Das wird sich alles schon beruhigen. Wird das wirklich der Fall sein? Bill Gross hat jetzt gesagt, die Fed wird nicht mehr so weitermachen können. Cash war Trash. Ja, Bill Gross ist ja der ehemalige BIMCO-Chef. Wird nicht mehr so weitermachen können und verweist dann zum Beispiel auf Kryptowährungen wie Dogecoin, verweist auf die SPACs, diese Börsenmäntel und sagt, glaubt ihr wirklich, das sei Innovation oder ist das einfach nur Ausdruck einer massiven Liquiditätsflut, die dann eben solche Exzesse schafft, die Gier schafft? Da ist seine Antwort relativ eindeutig. Und da ist er jetzt nicht alleine, Druckenmiller, andere sagen, das wird nicht mehr lange gut gehen, aber die Märkte sagen sich, ja okay, die Fed wird so oder so diese ultralaxe Geldpolitik beibehalten. Hier wieder Mohamed El Erian, auch von PIMCO ehemals. Der sagt, also die Geldpolitik wird so beibehalten, denken die Märkte, denn die sind so ein bisschen drauf konditioniert, egal was die Wirtschaft macht. Dementsprechend ist wirklich auch zu hinterfragen, was diese Aussagen der Fed sollen. Da, wir haben ja teilweise Extremwerte derzeit, was soll denn da noch besser werden oder substanziell sich verbessern? Schwierig zu sagen. Kommen wir abschließend noch zu den Märkten gestern. Wir hatten hier den Dow leicht im Plus, S&P leicht im Minus, Nasdaq leicht im Minus. Also ein seltsamer Tag, weil es zunächst auf Future-Basis nach oben ging. Das war dann aber allerdings ein Reversal, das wir dann intraday gesehen haben. Energie ist der große Gewinner gewesen. Materials, Financials, Industrials, also diese Reopening-Story, Fluglinien haben profitiert etc. Wir sehen aber, dass der VIX deutlich nach oben gegangen ist, um 6,8%. Und nochmal zurück jetzt zu dieser Inflation. Was fehlt uns da noch? Das sind steigende Löhne. Und sowohl die Firmen als auch die Haushalte haben ja jetzt steigende Inflationserwartungen und das wird bedeuten, dass eben die Arbeitnehmer dann bald höhere Löhne verlangen werden von den Firmen, weil sie sagen, komm, ich muss meinen Lebensunterhalt bestreiten. Hier sehen wir mal die Inflationserwartungen derzeit. Fürs nächste Jahr liegt die über 4,5%. Also man geht eben jetzt von einer stark anziehenden Inflation aus, denkt aber, dass die mittelfristige Inflation, also die für die nächsten 5 Jahre, dann um und bei 3% liegen wird. Mal sehen, wie es kommt. Jedenfalls hat gestern der Chef von oder CFO, der Finanzchef von Costco gesagt, eine Supermarktkette ganz groß in den USA, okay, wir haben Inflationsdruck überall, höhere Arbeitskosten, Labor Costs, Frachtkosten, Container Shortage, Port Delays, also die Häfen arbeiten verzögert, Shortages of everything, von Chips to Oils, also wir haben Mangel von Chips, über Öl, über all diese Dinge, Öl ja gestern auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen. Und um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, was derzeit der Fall ist, wir sehen hier bei den Einkaufsmanager-Indizes aus dem Bereich Gewerbe, die Inventories, also die Lagerhaltung, die ist jetzt so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie noch nie, genauer gesagt. Das heißt, man hat kaum mehr etwas auf Lager, weil die Nachfrage eben groß ist und man hat die Ware nicht. Und die Lieferzeiten, die wir hier in der unteren Grafik sehen, sind jetzt so lange wie noch nie. Die Daten gibt es seit 1987. Wir haben jetzt durchschnittlich Lieferzeiten von 80 Tagen etwa. Das ist ein Anstieg um 20 Tage im Vergleich noch von vor wenigen Wochen. Also wir sehen, dass hier die Dinge ziemlich aus dem Ruder gelaufen sind. Die Frage ist, kriegen wir sie wieder eingerenkt? Und das ist die Frage, die sich eben die Märkte stellen müssen. Die Anleihemärkte sind so ein bisschen konditioniert offenkundig durch die Fed und sagen, ja, die Inflation, das wird temporär sein, das geht wieder zurück. Die Break-Evens, also die Inflationserwartungen handeln, die sehen das wiederum anders. Also es ist schwierig, diese Gemengelage zu interpretieren. Hat die Fed recht, hat sie nicht recht? Am Freitag bekommen wir die US-Arbeitsmarktdaten. Die sind dann insofern wichtig, als sie eben die Reaktion der Fed versuchen dann darzustellen oder die Märkte versuchen dann rauszufinden, was wird das bedeuten für das Mindset der Fed. Und abschließend noch zu unserem DAX, der gestern ja einen Allzeithoch erreicht hat, hurra! Allerdings eben der normale DAX, nicht der Kurs-DAX, der also keine Dividenden enthält. Der Kurs-DAX nämlich, der wäre weniger erfreulich. Also ohne Dividenden ist beim DAX nach wie vor relativ wenig los. Hier sehen wir mal eine Aufstellung von Holger Cipic. Der sagt, dass wir ja diese DAX-Familie,
Die gibt es seit 1987 und am besten hat der MDAX performt, also der von mittelgroßen Unternehmen, 11,2% durchschnittlich pro Jahr. Der SDAX mit 8,8 und der DAX mit 8,75, aber wie gesagt, ohne Dividenden wäre da nicht viel übrig. Also, das ist die Situation. Wir haben Schweinereien, Exzesse, beispielhaft gestern bei AMC, periodisch, manisch geradezu bei Asperger Musk. Jedenfalls sehen wir, dass da die Dinge aus dem Ruder laufen. Die Börsenaufsicht schaute zu, die Notenbanken sagen sich, okay, lieber ein paar Bläschen, als jetzt den Aufschwung zu früh abzuwürgen. Aber die Frage ist, geht das gut oder fliegt da mal etwas aus der Kurve? Einige Investoren scheinen sich zumindest dagegen abzusichern, dass da etwas aus der Kurve fliegen könnte. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren. Servus und ciao.